Ja, meine lieben Shisha-Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Skip-Shisha. Ja, heute geht es mal um ein Hustle-Tobacco und zwar um den Mighty Mango Kuya. Also von fucking Crazy Mighty Mango Kuya, wa? Nee, kommen wir direkt zum Aussehen und zum Schnitt her. Endlich mal ein Hustle, bei der mir keine überschüssige Molasse hatte. Der Tabak ist braun und hat einen mittleren Schnitt. Keine Blattadern oder große Äste enthalten. Und ist ready to smoke natürlich, ne? Vom Geruch her kann ich nicht viel sagen. Fruchtig wie Mango-Maracuja-Saft. Menthol ist im Hintergrund, also man kann sagen, eine Mango-Kuja-Menthol. Ne? Vom Geschmack her super fruchtig. Leider geht die Maracuja etwas unter. Die Mango ist dafür sehr dominant und bleibt auch noch einige Zeit nach dem Ausatmen. Der Mentholgeschmack ist gut auf den Tabak abgestimmt. Abgestimmt, meine Fresse. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Geschmack, ne? Passt eigentlich super. Ich glaube, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ja, von der Rauchentwicklung her läuft mit der Rauchentwicklung. Wie bisher bei allen Hasso-Sorten, die ich geraucht habe, brauchte der Tabak nicht viel Hitze, damit eine vernünftige Rauchentwicklung kommt. Hat er dies erreicht, dann kommt aber dichter, weißer, qualmender, bombastischer, explosionsartiger Rauch. Einfach nur Nebelmaschine mäßig, ne? Ja. Er kratzt nicht, er drückt nicht, einfach nur geil. Was habe ich für ein Setup benutzt? Ich habe einen Kaya Vortex Kopf genommen, meinen Boho Phoenix Kaminaufsatz oben drauf geknallt, 3 Tom Coco Gold und die Shisha, die ich benutze, ist meine Babo Glas Shisha 2.0. Kommen wir zum Preislichen her. Ihr bekommt 200 Gramm für 14,90 €. Also ein bisschen billiger als die 100 Gramm Dinger. Ist mir auch ein bisschen rätselhaft, warum die 100 Gramm Dinger teurer sind als die 200 Gramm Dinger. Naja, Hasso hat sich da schon was Gutes überlegt, ne? Beziehungsweise Casey Rebel, ne? Auf jeden Fall, kommen wir zur Sternvergabe. Vom Aussehen und zum Schnitt her bekommt der Tabak 4 von 5 Sternen. Beim Geruch sowie beim Geschmack 5 von 5 Sternen. Also zweimal 5 von 5 Sternen. Ne? Bei der Rauchentwicklung sind es auch 5 von 5 Sternen. Und beim Preis sind es 4 von 5 Sternen. Dann sind wir beim Gesamten von 4,5 von 5 Sternen. Dann würde ich mal sagen, ich zeige euch mal eben die OVP. Den Schnitt. Den Kopf, den ich benutzt habe. Und die Shisha. Dann sehen wir uns gleich wieder, wa? Ja, meine lieben Shisha-Freunde, das war es auch wieder von mir, von eurem Skip-Shisha. Ich würde dann auch mal sagen, haut rein, ciao, ciao.